Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zurück zu einer weiteren tollen Folge Yu-Gi-Oh! Duel Links. Heute schauen wir uns das andere neue Deck an, welches mit der Box Phantom of Rebellion jetzt erschienen ist. Gestern haben wir uns ja die guten Phantom Knights angeschaut. Heute gucken wir uns Infinity Track an oder zu Deutsch Endloskette. Ja, diese Karte ist prismatic. Sehr edel. Infinity Tracks, in der Regel bestehen die aus diesen beiden Karten. Einmal Mähdrescher und einmal dem Ankerbohrer. Der Mähdrescher ist der Searcher. Wenn der als Normal- oder Spezialbeschworung beschworen wird, können wir uns ein Endloskette-Monster von unserem Deck auf unsere Hand nehmen. Gute Karte, sowohl Normal als auch Special Summon sorgt dann dafür, dass der Effekt getriggert wird. Gleichzeitig dazu haben die auch den Effekt, dass wir ein anderes Monster von Typ Maschine wählen können und die Karte, die den Effekt aktiviert, in dem Fall der Mähdrescher beispielsweise. Und die Stufen beider Monster werden bis zur Endphase dieses Spielzugs gleich der Summe der Grundstufen der zwei Monster. Was so viel bedeutet, wie wenn wir ein 2- und ein 4-Sterne-Monster haben, diesen Effekt aktivieren, beide zu Stufe 6 Karten werden. Und das sorgt dafür, dass wir dann beispielsweise in den M7 gehen können, Exceed beschwören können oder in auch einen Bouncer. Sehr, sehr, sehr guter Effekt. Und der Ankerbohrer hat einen ähnlichen Effekt. Denn wenn der normal oder spezial beschworen wird, können wir ein Erde-Maschine-Monster als Spezialbeschwörung von unserer Hand in die Verteidigungsposition legen, ja? Beste Kombo, die wir haben können, ist natürlich Ankerbohrer into Mähdrescher. Beide triggern dann ihren Effekt. Der kriegt auch noch den Search der Mähdrescher, sodass wir auch nochmal plus 1 machen. Und dann können wir auch den Effekt von Mähdrescher oder von Ankerbohrer aktivieren. Ankerbohrer hat nämlich denselben Effekt wie der Mähdrescher, was die Stufen angeht. Und das Tolle ist, wir sind nicht begrenzt auf Endloskette-Karten, sondern wir können einfach ein anderes Maschinenmonster wählen. Was so viel bedeutet, wie wir können auch andere Maschinen-Engines nehmen und die dann in dieses Deck reinsplashen, falls sie halt in irgendeiner Form eine Synergie haben. So beispielsweise auch Maschinenwesen-Karten. Maschinenwesen-Festung ist eine Stufe 7er Karte. Wenn wir die mit dem Mähdrescher kombinieren, haben wir zwei 9er, was heißt Easy Dyson-Sphäre beispielsweise. Wir können aber auch einfach die 5er nehmen. Beispielsweise gibt es auch noch die Endloskette Grabenfräser und Endloskette Tunnelbohrer. Die können sich selber specialen, wenn wir ein Erdemaschinenmonster als Tribut anbieten und haben dann auch nochmal Grave-Effekte. Der hier zum Beispiel mischt 5 Erdemaschinenmonster ins Deck und dann können wir zwei Karten ziehen und der Grabenfräser sagt, wir können diese Karte von unserem Friedhof verbannen und ein Endloskette-Monster der Stufe 5 oder niedriger an unserem Friedhof fehlen und das halt specialen. Geht theoretisch auch, aber eigentlich sind die nur zum Kombinieren hier in dem Deck, weil wenn wir Mähdrescher mit einem der 5er kombinieren, haben wir auch ganz easy einen Nashornbusch beispielsweise, einen Mecha Phantom Beast Drachosack oder auch die Finsterwaffe Drache der Zerstörung. Die können wir auch relativ gut mit dieser Combo rausfischen, was ebenfalls ziemlich gut ist. Ansonsten alternativ gehen wir einfach in einen 6er, Käfer und dann in den Nashornbus. Das geht theoretisch natürlich auch. Ja, wir haben auch nochmal eine Search-Zauberkarte, was das Deck natürlich noch ein bisschen konstanter macht, und zwar schwere Vorwärtsverlegung. Wenn wir die Karte aktivieren, können wir ein Endloskette-Monster von unserem Deck auf die Hand tun. Und dann haben wir noch einen netten Zweiteffekt. Einmal pro Spielzug können wir ein Maschinen-Exit-Monster wählen, was wir kontrollieren. Wir können die Kampfposition von dieser Karte ändern. Oder aber wir können diese Karte, also die Zauberkarte, als Material auf dieses Monster legen. Das Problem ist, wir haben keine guten Maschinen-Exit-Monster. Ende des Monats, also Ende Februar, soll aber noch diese Enna-Kaboom als Charakter kommen. Und vielleicht haben wir dann auch nochmal die Möglichkeit, dass wir bessere Exit-Erde-Maschinen Monster haben, sodass dieses Deck auf jeden Fall Future Potential hat, weil ich glaube schon, dass das diese Engine in Zukunft noch besser wird. Deswegen war ich ja auch unbedingt darauf vernarrt, einen dritten Ankerbohrer und einen dritten Mähdrescher zu ziehen. Ja. Sonst natürlich Buch des Mondes, zweimal Wasserlauf-Fallgrube und Superteam Kumpelkräfte, weil wir ja nur Maschinenkarten hier in dem Deck spielen. Und ja, wir spielen als Fähigkeit Mut. Keine Ahnung, ob das passt. Ich hätte gesagt, irgendwie Destiny Draw oder so ist immer besser. Aber ich wollte nicht immer Destiny Draw spielen. Wir wollen auch ein bisschen Abwechslung haben. Deswegen probieren wir mal Grid aus. Mal gucken, ob Grid funktioniert. Und ich meine, Nashornbus plus Grid ist ein guter Turn 1 Play. Vielleicht noch mit einer gesetzten Buch des Mondes. Mal gucken. In dem Sinne, vielen lieben Dank, Leute, dass ihr dabei wart. Das Video ist jetzt zu Ende. Natürlich nicht. Mein Gott, wollte ich jetzt hier schon die Abmoderation machen? Nein, in dem Sinne gehen wir jetzt einfach mal hier rein in unsere Ranked Ladder. Ja. Ich hoffe, in Zukunft kommen noch mehr Updates für Duel Links. Aktuell hat Konami natürlich den Fokus eher auf Master Duel, was auch in Ordnung ist. Master Duel wollte ich heute on Stream auch ebenfalls endlich mal wieder spielen. Ich bin jetzt größtenteils sowieso mit Pokémon durch und es
fehlt jetzt nur noch so ein bisschen Grinding. Also ich werde heute Abend irgendwann so 9 Uhr, 10 Uhr rum auf jeden Fall auch wieder ein bisschen Master Duel spielen. Für den Fall, dass das den einen oder anderen hier interessiert. So, was ist denn jetzt hier die Kombo, die wir raushauen können? Der Gegner gibt einfach auf. Das ist unsere Kombo. Ja, dieses Deck ist so mächtig, dass die Gegner einfach aufgeben. Wow! Und damit kommt der Easy auf Legendär mit diesem Deck. Ach, warum hat der Gegner denn jetzt aufgegeben? Ich brauche deine Almosen nicht, du Penner. Keine Ahnung, wollte der jetzt einfach nur aufgeben, weil er nett ist und ich einen Rank-Up hatte? Oder wollte der einfach aufgeben, weil er einen schlechten Draw hatte? Vielleicht hatte der seine ganzen Red-Eyes-Karten auf der Hand? Ich weiß es nicht, aber ich hatte eine gute Hand. Eine Hand, mit der ich auch wirklich überlegen wollte, was kann ich denn mit dieser Starthand machen? Naja, egal. Nächste Woche geht auch wieder der KC los, beziehungsweise nicht nur nächste Woche, diese Woche sogar schon. Morgen, glaube ich. Ne? Morgen müsste der KC wieder losgehen. Da gibt es auch wieder ein paar Gems für alle. Bin schon sehr gespannt. Und ja. Leute, ich schwöre es euch. Ich habe hier keinen Hack oder keinen Cheatcode oder was auch immer an. Ja, ich habe hier nichts. Aber was haben denn die Gegner? Warum geben die denn auf einmal alle auf? Haben die alle gebrickt oder was ist da los? Ich weiß es nicht. Ich nutze mal einen Ergebnisbooster. Ich glaube, ich brauche mit Joey ohnehin noch ein paar Skills. Ich finde es krass, wie krass sich mein Duolinks-Account mittlerweile aufgepusht hat, aufgebräuselt hat. Ich habe, glaube ich, fast mit jedem Charakter alle wichtigen Skills jetzt. Eigentlich. Und richtig krassen Kartenpool und alles drum und dran. Und ja. Ich habe sehr, sehr viele Stunden in Duel Links mittlerweile drin. Und ich werde das alles nicht aufgeben, trotz Master Duel. Keine Sorge. Ich spiele Master Duel, ich spiele das auch sehr gerne. Aber Duel Links ist dann halt eher sowas für mich, weil ich sag mal so, in einer Welt, wo man immer weniger Zeit für andere Dinge hat, ist es nicht so leicht, sich für Duelle zu begeistern, die 20, 30 Minuten gehen. Klar, den einen oder anderen wird es freuen. Kann ich irgendwie auch ganz total nachvollziehen. Aber ich bin ehrlich mit euch. Ist schon schwierig, sich für sowas zu überzeugen. Zumindest auf Dauer. So, was machen wir denn jetzt mit so einer Hand? Wahrscheinlich einfach Ankerbohrer, Entomedrescher, Search. Dann haben wir noch Maschinenwesen Festung plus die Karte, die wir gesearched haben. Die können wir auch specialen. Dann können wir theoretisch Festung into Mähdrescher, into Dyson-Sphäre oder wir gehen in 6er Nashorn-Bus oder wir OTK'en einfach mit Nashorn-Bus Maschinenwesen Festung. Das ist ziemlich dope, wenn ihr mich fragt. Wow. Also diese Option, die man da einfach hat, das ist schon ziemlich cool. Und was für Boards man sich damit aufbauen kann. Nashorn-Bus plus Maschinenwesen Festung und dann noch ein Buch des Mondes als Backrow. Und das ist noch nicht mal mit der Karte, die ich dann gezogen habe. Ne? Das ist jetzt nur mit den Karten, die ich hier habe. Das ist schon krass. Das ist schon ziemlich krass, wenn ihr mich fragt. Wow. Falls diese Karte durch Kampf zerstört noch nach Friedhof gelegt wird, bla bla bla, bevor ein Monster-Effekt eines Gegners ausgelöst wird, der diese Karte als Ziel wählt. Okay, nur Monster-Effekte. Ja, ziemlich alt diese Karte, Maschinenwesenfestung, ne? Heutzutage wäre die, glaube ich, ein bisschen kulanter, was die Effekte angeht. So, One-Card-Combo plus Z1. Hm. Ja gut. Buch des Mondes, okay. Dann würde ich doch einfach mal behaupten, Book of Moon. Wir müssen auf jeden Fall erstmal den Abyssbewohner zuflippen, damit der hier nicht seine Effekte triggert. Dann beschwören wir erstmal Ankerbohrer. Ankerbohrers Effekt beschwört jetzt den Mähdrescher von unserer Hand. So, Mähdrescher Ink. Mähdrescher aktiviert seinen Effekt. Search uns eine Karte raus. Ob das eine Fallgrube ist, die da liegt? Ich weiß es nicht. Was searcht der uns denn raus? Ach krass, wir können sogar den Grave-Effekt von den beiden aktivieren. Das ist ja eine coole Kombo. Wir können jetzt nämlich den Tunnelbohrer auf die Hand nehmen. Du kannst diese Maschine als Tribut anbieten. Beschwör diese Karte als Spezialbeschwörung von der Hand. Du kannst zwei. Du kannst diese Karte. Nö, dann nehmen wir doch einfach den Grabenfräser. Habe ich mehr von. Für die kommende Runde vor allen Dingen.
Bouncer, Nashornkäfer. Wie machen wir das denn? Gehen wir auf den Nashornkäfer? Ich habe halt Angst, dass es eine Trash ist. Eine Trash wäre ziemlich blöd. Und dagegen würde ich halt in der Situation halt verlieren. Könnte aber auch sein, dass es vielleicht Buch des Mondes oder so ist. Vielleicht aktiviert der Gegner das ja präventiv. Okay. Vielleicht gehe ich auch einfach nur auf den Nashornkäfer, sag ich schon, auf den Bouncer. Bouncer wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, Bouncer wäre auch in Ordnung. Okay, ist irgendwas, was der Gegner aktivieren kann? Buch des Mondes. Okay, das ist fein. Das ist in Ordnung. Buch des Mondes ist in Ordnung. Besser als eine Tretch. Eine Tretch wäre katastrophal gewesen. Okay, flippen wir die Karte zu. Das ist in Ordnung. Dann haben wir aber unsere Maschinenwesen-Festung auf der Hand. Zack. Können Buch des Mondes setzen. Und dann greifen wir einfach mal an. Zack. Und damit hast du nur noch ein paar Handkarten und ich habe ein volles Board. Und wow, das ist ein ziemlich starkes Board, wie gesagt. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ich Buch des Mondes auch nochmal präventiv benutzt habe. Mystischer Raumtaifun. Okay, I guess. Hast du noch eine Diva? Du bräuchtest eine Diva. Nee, du hast keine Diva. Du hast die schwere Infanterie. Die kann jetzt aber den Effekt aktivieren. Um den Scharfschützen zu beschwören. Eieiei. Okay. Double Pop oder was wird's sein? Ich kann leider auch den Monster-Effekt jetzt nicht für Value benutzen. Weil der Gegner halt nichts auf der Hand hat. Deswegen mal schauen, was der Gegner jetzt hier macht. Gibt natürlich auch starke Vierer. Wobei, Bahamutai. Nee, Abyssbewohner. Okay. Du wirst den Effekt. Du schießt jetzt wahrscheinlich die Festung. Ich kann leider den Effekt nicht aktivieren. Dann gehst du in die Battle Phase und greifst an. Okay. Buch des Mondes. Abyssbewohner aktiviert den Effekt. Okay. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und ein Endlosmonster der Stufe 5 oder niedriger in deinem Friedhof fehlen, außer Endlosgraben. Also schwer ist das. Ja. Warum kann ich den Effekt. Ach so, weil der Effekt aus dem Grave aktiviert wird von durch Abyssbewohner. Okay, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ich habe immer noch sehr, sehr, sehr gute Plays für die kommende Runde. Wow, mein Gegner hat gefühlt echt alles. Oh, das ist nicht gut. Kreissegen halt. Den muss ich unbedingt zuflippen. Eieieiei. Das ist zu gefährlich. Das ist zu gefährlich. Okay. Und jetzt kommt das Tolle. Ich habe noch so... Tunnelbohrer. Ich habe so viele Ressourcen. Und 1, 2, 3, 4. 4 liegen. Okay. Dann machen wir das jetzt wie folgt. Wir banischen Endloskette Grabenfräser. Beschwören den Mähdrescher. Der aktiviert seinen Effekt. Durch seinen Effekt searchen wir uns den Ankerbohrer. Ankerbohrat. Ich kann sogar jetzt auf die Dyson-Sphäre gehen, merke ich gerade. Ich könnte auf die Dyson-Sphäre gehen. Oder ich normal beschwöre dich. Du kannst einmal eine Maschine von deiner Hand in die Verteidigungsposition beschwören. Moment. Kann ich dadurch jetzt auch den Tunnelbohrer beschwören? Das ist ja mal krass. Das ist echt heftig. Und jetzt kann ich in den Siebener gehen. Und jetzt kann ich in den Siebener gehen. Ja, jetzt kann ich in den Nashornkäfer gehen. Beziehungsweise, was für Nashornkäfer? Wait, der Nashornkäfer hatte eine... okay. Ich kann gar nicht direkt in den Nashornkäfer gehen. Weil der Lichtmonster braucht, genau. Das heißt, ich müsste erstmal in den Exakäfer gehen. Aber das ist auch fein. Dann wollen wir mal. Oh ja, das ist ziemlich mächtig, das Deck. Das Deck ist ziemlich mächtig. Hoi.
Und nochmal ein Ankerbohrer. Let's go. Dann holen wir uns jetzt erstmal den Sieg hier. Zack. Zack. Und nochmal zack. Wow. Turn 1 Abyss Dweller. Deep Sea Diva. Dann noch der Doppelpop. Und das Deck kommt trotzdem hinterher. Was? Okay, das ist echt. Das ist echt heftig. Das ist echt heftig. Ich hätte nicht gedacht, dass das Deck so gut harmoniert, aber wir haben halt so viel Synergie und so viele Ressourcen theoretisch, die wir damit raushauen können. Surge durch Vorwärtsverlegung. Wow! Also Infinity Track ist echt gut. Und wenn ich dran denke, dass das Deck sogar noch besser wird in Zukunft. Ich meine, guckt euch mal die Plays an, die wir jetzt damit haben. Okay. 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 Wow, ich bin gerade echt positiv überrascht, dass dieses Deck echt gut ist. Und zwar in der aktuellen Form, ohne vernünftiges Extra-Deck. Ja, ich bin, wie wir hier gerade wunderbar sehen, sehr schockiert. Es gibt auch andere Versionen, die ich noch gesehen habe. Die fand ich in der Theorie auch gut. Es gibt eine Version, wo wir dann auch nochmal die Apparate spielen. Goldener Apparat und Silberner Apparat. Aber ja. Generell finde ich es aber sehr schade, dass die... Wie soll ich sagen? Also, Master Duel ist eigentlich ein Segen für die Yu-Gi-Oh! Community. Aber Duel Links kommt dann halt jetzt mittlerweile sehr, 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 sehr kurz. Vor allen Dingen sind jetzt natürlich viele von Duel Links auch auf Master Duel abgewandert und also von der Spielerschaft auch. Dadurch ist es jetzt natürlich auch sehr schwer, an Content zu kommen, sag ich mal, für Master Duel. Das ist echt nicht so schön. Ich kann mir vorstellen, dass man da in Zukunft so vieles verpassen wird. Blitzeinschlag und Jetsynchron. Hoi. Okay. Wie würde ich denn jetzt hier an die Sache gehen? Ich glaube, Drachosack ist eigentlich ganz geil. Wir könnten hier auf Drachosack gehen. M7 ist eine Option. Bouncer ist auch nicht schlecht, aber einen Bouncer können wir nicht. Oder? Nee, einen Bouncer können wir nicht. Ich sehe zumindest keine Möglichkeit, wie ich in Bouncer gehen kann. Ich kann schwere Vorwärtsbewegung aktivieren. Und dann wird es schon schwierig. Ich meine, Ankerbohrer ist nicht schlecht. Ne? Ankerbohrer können wir raussearchen. Wir können den Effekt von Ankerbohrer aktivieren, um Grabenfräser zum Beispiel aufs Feld zu hauen. So. Dann können wir an sich jetzt in die Dyson-Sphäre gehen. So, Dyson Sphäre Inc. Sogar eine Maschine. Ich kann seine Kampfposition ändern. Ist immer witzig. Set. Und Attack. Ist ein Kuribo auf der Hand? Nee, Stego Cyber. Okay, das ist kein Problem. Stego Cyber ist fein. World of Jet Synchron. Das ist nicht so fein. Okay. Ich glaube, ich flippe ich aber mal gerne zu. Weil ich will nicht, dass da jetzt was Blödes passiert. Okay. Chaosbetrüger. Kannst auch einen 6er Exceed jetzt geben, ne? Ja, kannst einen 6er Exceed geben mit Stego Cyber. Auch sehr interessant. Und du hast ja das Duell mit einem normalen Hexer begonnen auf der Hand, ne? Oder? Nee, hast du gar nicht. Okay. Der flammende Mars. Okay. Auch interessant. Dann mach mal.
Interessant. Interessanter Spielzug vom Gegner. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber gut. Alright. Hast du noch mehr im Grave, vor dem ich aufpassen muss? Eigentlich nicht, ne? Wait, Jet-Synchron kann man mehrmals nutzen? That's dangerous, man. So, Mähdrescher. Search uns doch mal den Ankerbohrer raus. Dann tributen wir hier einmal drüber. Merkwürdig. Sehr, sehr, sehr merkwürdig. Ich weiß halt nicht, was der Gegner vorhat. Solarwiederaufladung. Oh, okay. Die letzte Lumina wird einfach abgeschmissen. Ein Levi wird gemillt. Okay, das ist gut für mich. Angriff auf die Lichtbrigade. Aufblühende Blumenzwiebel. Wiedergeburt und Monster-Reinkarnation. Nochmal Angriff auf die Lichtbrigade. Noch ein Levi wird gemillt. Okay. Mal schauen, was jetzt passieren wird. Gegner hat nur noch eine Deckkarte. Jet-Synchron, okay. Aha. Aha. Black Rose Dragon, dachte ich mir. Ja, mach mal. Jetzt kriegen wir den Effekt von Superteam Kumpelkräfte. Ich habe halt noch Grid. Also egal was passiert, ich überlebe relativ safe gerade. Kann natürlich Chaosbetrüger noch aktiviert werden. Der flammende Mars natürlich auch. Lumina, okay. Lumina kann jetzt die andere Lumina beschwören oder Raiden, aha. Wundäugiger Meteor-Einschlagsdrache, okay. Okay. Der flammende Mars. Und geht in die Battle Phase. Aber ich habe Grid. Immer noch. Also noch überlebe ich. Ich habe jetzt aber nur eine einzige Special Summon. Das macht die Sache jetzt nicht so gut. Ich habe nur eine einzige Special Summon. Und der flammende Mars, der schießt mir gleich Damage. Ja, das ist ein Problem. Ich habe nur eine einzige Special Summon. Ich glaube, deswegen kriege ich das jetzt gerade auch nicht hin. Weil das ist jetzt meine Special Summon. Ich krieg den Surge, okay. Und weiter. Ich hätte jetzt vielleicht sogar gesagt, stallen noch eine Runde und gucken, dass ich überlebe. Auch das ist keine Option wegen dem flammenden Mars. Ja. Ich kann jetzt nicht in mein Extra-Deck. Na, in dem Fall ist es sehr schlecht. Ja. Okay, okay, okay. Das ist schwierig, gebe ich zu. Wir geben dem Gegner hier nochmal die Chance, was zu machen. Flammende Mars schießt jetzt einfach den Damage. Ja, das ist in Ordnung. Das passt so. Ich habe mir schon gedacht, dass es mit Grid schwer ist, mit dem Deck dann nochmal die Kombos aufzuziehen. Ich glaube, das ist auch nicht ganz optimal, zumindest in dem Deck, weil eigentlich brauche ich mindestens 2 Normal Summons. Aber das ist okay.
Das ist okay. Gegen das Deck vom Gegner ist es halt auch schwierig, ressourcenmäßig anzukommen. Zumindest mit dem Deck, was ich halt fahre. Da muss ich halt gucken, dass ich... Ja, es ist ein schwieriges Matchup. Es ist ein schwieriges Matchup. Gerade mit Handtraps und allem drum und dran. Stego Cyber war da ja. Gegner hatte ja auch einen soliden Start, was die Discards angeht. Ja, das ist okay. This is fine. Wird nur noch besser. Okay. Das ist aber ein solider Start. Für den Gegner auch. Set 3. Warum denn nicht? Eieiei. What is this? Disgusting. Disgusting. Okay. Ankerbohrer, Effekt. Gedächtnisverlust. Wenn soeben der Effekt eines Monsters in offener Angriffsposition, das der Gegner kontrolliert, aktiviert wurde, außer in der Damage Step, annulliere den Effekt und falls du dies tust, ändere das Monster in die offene Verteidigungsposition. Okay. Buch des Mondes. Alles klar. Ich glaube, der Gegner mag meine Monster nicht. Gedächtnisverlust im Main Deck auf der Ladder. Auch schön, das zu sehen. Ist auf jeden Fall eine gute Karte. Okay. Erstmal Wäldler Exzentrik. Opfert sich, um meine eigene Karte zu schießen. Macht das ruhig. Stört mich jetzt eigentlich nicht. Und Set again. Okay, was ist das denn für ein Deck? Ist das ein Gaia-Deck? Was soll das sein? Ich kann auf jeden Fall keine Fallgrube spielen. Also keine Tretch. Verbotener Kelch. Okay. Wir traden also 1-1. Ressourcenmäßig also jetzt nicht wirklich viel passiert. Dann aktiviere ich aber den Effekt von dir. Ich meine, in meinen 6er gehe ich jetzt trotzdem. Ohne dass du was machen kannst. Nehmen wir doch einfach mal einen Bouncer. Für den Fall, dass da doch was kommt. Und ich weiß es nicht. Hast du noch eine Battle Trap oder so? Sieht nicht so aus. Okay. Der Gegner gibt auf. Krass. Na dann. Also Infinity Track kann auch sehr, sehr, sehr entspannt, wie wir gerade gesehen haben, in den Bouncer gehen. Ja, also das hat man jetzt gerade gesehen. Das ist eine... Ja, es ist keine Ein-Karten-Kombo, aber... Eine Zwei-Karten-Kombo. Eine relativ entspannte aber. Die recht beständig und konstant ist. Die kann man zwar interrupten, wie man jetzt gerade auch gesehen hat, mit Buch des Mondes etc., aber... Ja... Nicht schlecht. Aber was genau hat der Gegner jetzt für ein Deck gespielt? Das würde mich jetzt auch noch interessieren. Es sah für mich aus wie ein Gaia-Deck. Bin ich ganz ehrlich. Für mich sah es aus wie ein Gaia-Deck. Aber ob es ein Gaia-Deck war? Ich weiß es nicht. Kann ich euch jetzt nicht sagen. Okay. Kaiba mit Blue Eyes. Das wird auch interessant. Kaiba mit Blue Eyes. Was ist mein Gameplan gegen Blue Eyes? Die Dyson-Sphäre ist gut dagegen. Drachosack ist gut dagegen. Ja. Nashornkäfer haben wir ja schon festgestellt. Ist sehr, sehr, sehr gut gegen Blue Eyes, weil er halt bei mehreren Blue Eyes auf dem Feld alle zerstört. Also warten wir mal ab. Okay, der Gegner settet einfach nur eine Karte. Geht ja schon mal gut los. So, schwere Vorwärtsbewegung. Wir suchen uns. Was suchen wir uns raus? Was ist eine Karte, die vielleicht ganz gut sein könnte? Ich glaube, ich suche mir den Grabenfräser raus. So. Weil dann aktivieren wir den Ankerbohrer. Der aktiviert seinen Effekt. Jetzt kann der Gegner schon mal interrupten. Ultimative Vorhersehung. Bodenlose Fallgrube. Okay. Also mit der hätte ich jetzt auf jeden Fall nicht gerechnet.
Mähdrescher. Ist, glaube ich, ganz fein hier. Der kann dann hier seinen Effekt aktivieren und holt uns dann nochmal den Ankerbohrer raus. So. Kann ich den Grabenfräser specialen, indem ich den Mähdrescher als Tribut anbiete, aber irgendwie lohnt sich das nicht. Deswegen setzen wir einfach die Wasserlauffalgung und passen, sodass wir nächste Runde Ankerbohrer into Grabenfräser haben und dann schauen wir weiter. Oder wir haben Antriebsrahmen into Draw. Da kann Antriebsrahmen plus der kombinieren. Ja, ja, das geht auch theoretisch. So, weißer Stein der Legende. Wird abgeschmissen. Wow. Ich liebe es. Blue-Eyes ist so ein eindimensionales Kackdeck. Ne? Du weißt genau, was die machen. Ultimative Drachen jetzt schon? Okay. Warum benutzt du den Skill aber jetzt schon? Du hast mir gerade deine Handkarten revealed. So sinnlos. Wahrscheinlich wollte der Gegner einfach nur zusätzliche Handkarten generieren. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Aber das war ziemlich bad. So, Wasserlauffalgo. Du kannst chainen. Du kannst chainen. Und du chainst auch. Okay. Dann hast du zumindest jetzt nicht genug Handkarten. So, here we go. Oh, so viele Optionen. Dann gucken wir mal. Schicksalsschlag. Okay. Schau, Mähdrescher. Stört mich das? Wir werden es herausfinden. So, Ankerbohrer. Effekt. Ist da noch ein Negate? Wasserlauffallgrube. Nö. Ich kann gerade hier nicht so viel machen. Und der Gegner, der hat auch jetzt nicht so viele Handkarten. Also gucken wir mal, dass er vielleicht keine Ressourcen mehr hat. Blöd wäre es, wenn er jetzt einen 1-Sterne-Empfänger zieht. Aber ansonsten wären wir noch gut dabei. Jetzt kann er natürlich mit Poli, die er auch aktiviert, alright. Jetzt kann er natürlich mit Poli auf den Twin Burst Dragon gehen. Aber der Twin Burst Dragon ist mir in der Situation eigentlich egal. Klar, der greift jetzt zweimal an, aber gut ist. Wichtig ist, dass er keine Backrow jetzt legt. Okay. Gut. Soll der Gegner machen. Dann ziehen wir jetzt erstmal eine Karte. Maschinenungeheuer Festung. Okay. Okay, 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 okay. Kann ich überhaupt auf den Nashornbus gehen? Ich glaube nicht. Aber ich kann auf den bewaffneten Drachen gehen. Denn wir machen jetzt Folgendes. Wir banischen dich aus dem Friedhof. Wir specialen Ankerbohrer. Ankerbohrer aktiviert seinen Effekt. Ankerbohrer holt mir... Wait, Ankerbohrer kann mir auch die Festung aufs Feld hauen. Daher... Das ist aber mega nice. So, dann aktivieren wir deinen Effekt. So. Und dann gehen wir auf die Dyson-Sphäre. Aber ist Dyson-Sphäre jetzt überhaupt der Play? Heck, I don't know. Aha. Am Ende der Damage-Step, wenn diese Karte ein Monster seines Gegners angreift, aber das Gegner nicht durch Kampf zerstört wurde, du kannst den Monster seines Gegners verbannen.
Jeder Mate ist 1, wenn der Gegner ein Monster mit höherer Attacke kontrolliert, sogar einfach noch lange. Hier kann er direkt angreifen. Ach, okay. Battle Step, weil diese Karte mit Material angegriffen wird. Kannst den Angriff da nicht mehr. Diese Karte einen Angriff. Okay. Dann schmeißen wir jetzt dich in den Friedhof. Und der war, falls diese Karte durch einen Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, wähle eine Karte, die den Gegner kontrolliert, zerstöre sie. Okay. Machen wir jetzt folgendes. Wir chargen mit dir da rein. Dann zerstören wir dich. Und du greifst direkt an. Und dann beenden wir den Zug. Genau, so machen wir das. Genau so machen wir das. Okay. ziemlich wild irgendwie. Ziemlich sehr wild. Oh Mann. Gegner wendet den Zug, okay. Mähdrescher, das ist ein Top-Deck, wie ich ihn liebe. Ja, Effekt Mähdrescher. Sucht den Ankerbohrer raus. Dann aktiviert Mähdrescher seinen Effekt. Wählt dich aus. Jetzt können wir Synchro beschwören. Nimm dich. Bouncer. Oder wir hätten auch einen Nashornkäfer gehen können, aber Bouncer ist fein. Zack. Dann greift Bouncer an. Du aktivierst deinen Effekt. Aktiviert deinen Effekt. So, Bouncer negated. Zack. GG, well played. Wow! Infinitrax, meine Damen und Herren. Was ist das für ein cooles Deck? Und da gibt es noch so viele weitere Decklisten, die man noch testen wird und auf die man kommen wird, wie dieses Deck wahrscheinlich sogar noch besser wird. Aber Infinitrax, ich wusste, als ich das Deck gesehen habe, das ist ein Deck, was auf jeden Fall mega Potenzial hat. Und wenn dann noch ein vernünftiges, also vernünftig, das ist schon ein gutes Extra-Deck, ja. Aber wenn da noch ein besseres Extra-Deck kommt, dann wird Infinitrax nur noch besser. Und ich bin froh, dass ich in die Minibox für Infinitrax und Phantom Knights gegangen sind, weil das sind zwei Arc-Types, die, glaube ich, schon ziemlich, ziemlich gut sind. Jetzt gucken wir uns noch Cypher an. Und was gab es noch in den Deck? Ich weiß es nicht. Cypher auf jeden Fall gucken wir uns auch noch an. Und dann schauen wir weiter. Aber Infinitrax auf jeden Fall ein sehr gutes Deck, was Future Potential hat. Also eine gute Minibox, um reinzugehen, meiner Meinung nach, bisher. In dem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zugucken. Haut rein, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal und ciao, euer Regi. Man sieht sich.